Und willkommen zurück zu Gears 5. So, wir machen gleich weiter. In der letzten Folge haben wir ja die zwei Raketenteile auf die Raketenspitze gebaut. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie sie weitergeht. Ich denke mal, dass sie irgendwie aus dem Raketenhangar raus müssen. Ich schaue natürlich, dass wir ein bisschen Munition mitnehmen. Und dann würde ich sagen, jo, machen wir mal. Ja, wir wären jetzt hier eigentlich drinne. Na los, zurück zu diesem Plattform-Dings. Seh ich doch. Wir müssen darauf. Okay, jetzt. Hey, was, wenn Paddock recht hat und der Start dieser Satelliten ein Fehler ist? Er hat recht, der Hammer ist gefährlich. Glaub mir, ich weiß das jetzt. Die Satelliten nicht zu starten ist gefährlich. Glaub mir, lieber eine Welt entflammen, als die Welt, die sie wollen. Knarren nachladen. Wir bringen das Ding zurück zum Hangar. Um den Rest kümmern wir uns später. Okay, let it go, go, go. Warum kann ich hier nichts machen? Kommt das Holz, wenn es jetzt irgendwie gerade ein bisschen verpackt ist? Hallo? Öffnen Sie die Tür, ja? Ah, jetzt. Irgendwie ist es gerade ein bisschen hinterher, irgendwie, habe ich das Gefühl. Das Taxi fährt los. Verdammt, das Öffnen der Tür hat eine automatische Sequenz initiiert. Dann passen wir eben zu Fuß drauf auf. Na, gerade als ich den Dreh raus hatte. Ich denke mal, dass wir hier durch müssen. Ich brauche hier mal Hilfe. Treppe hoch. Wir dürfen die Spitze nicht verlieren. Da, bleiben wir dran. Vorsicht, unter uns. Okay, geht auf. Okay.
Das war's. Na los, zurück zu den Satelliten. Ja. Hier durch, oder? Weg lang. Da vorne. Bleiben wir dran. Paddock, Baird, wir eskortieren gerade die Satelliten zurück zum Hangar. Gut, wir entschlüsseln immer noch die alten Dateien, aber es geht voran. Jetzt zu eurem Skiff. Wir werden die Rakete bald finden. Alles klar, wir sind unterwegs. Bin ich hier lang, aber hier scheint nichts zu sein. Hier ist zu. Ah, da vorne, okay. Jeff, wir brauchen Licht. Licht bitte. Okay, drei Komponenten. Na los, sobald wir wieder im Hangar sind, schlagen wir uns nach draußen durch. Gibt's hier noch was? Aber es geht jetzt gleich extrem ab da draußen. Brauche Hilfe. Schauen wir hier nochmal, ob es hier noch was gibt. Nein, das sieht nicht so aus. Ich glaube, wenn wir da rausgehen, okay, dann wird's. Die Satelliten sind soweit sicher. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir auf die andere Seite. Okay, also hier runter. Shit! Leute, runter! Okay, das wäre geschafft. In Bewegung bleiben, Delta. Wir haben vorerst Ruhe. Kate, nur damit du es weißt. Da wäre mir nicht so sicher. Den Hammer zum Laufen. Es war's wert. Ja, aber wenn wir den Hammer nicht zum Laufen kriegen, ist alles umsonst. Suchen wir einfach einen Weg zurück nach oben. Da drüben! Kontakt! Schwede. Hey, was zum Geier ist das? Das ist ein Träger! Und er ist nicht allein! Zurück, zurück! Nicht einkreisen! Los, weiter schießen! Thank you.
Mach doch mal, wie lange lädt denn die nach? Meine Güte! Verdammte Scheiße! Zerplatzen alle Träger so? Mein Gott, die lebt ewig nach! Der Ausgang ist über uns, also hoch da! Lächerlich, Mensch! Palette hier Soße voll gespritzt. Okay. Ne, den nehmen wir nicht. Jack, auf die Huddel hier. Mal bitte. Eine Rakete zusammenzubasteln ist schwieriger als gedacht. Nun geht's ganz schön weit hoch. Martin, Wissenschaftler, Raketenwissenschaftler und jeder, der je gedacht hat, so schwer kann das ja nicht sein. Dachtest du, wir drücken einfach einen Knopf, auf dem Start steht? Oh, verstehe. Ja, immer auf dem Gutaussehenden rumhacken. So, da sind wir wieder. Und ach ja, ich bin der Hübsche, okay? Wie bitte? Paddock, wir sind fast draußen. Was macht die Rakete? Ja, es ist eine Drehscheibe im Osten, hinter dem dünnen Meer. Eine Eisenbahnbrücke blockiert den Weg, aber keine Sorge. Meine Leute werden sie hochziehen. Sucht die Zugspuren in der Wüste, dann wisst ihr, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Bestätigt. Zugspulen? Alles klar, auf zum Skiff. Weißt du, ich dachte immer, ich sei der Gutaussehende. Ach, großer Gott. Ah, okay, jetzt sind wir hier in dem Raum wieder. Hey, Paddock, bist du noch da? Ich hatte da mal eine Frage. Nein, ich mache Mittagspause. Natürlich bin ich noch da. Was hat euch davon abgehalten, den Hammer zu starten? Die üblichen Probleme von 200 überzeugten Patrioten, die 3000 Feiglinge besiegen wollen. Ihr hättet den Waffenstillstand annehmen können und damit viele Leben gerettet. Im Gurasnayanischen sagt man, besser gerechter Krieg als ungerechter Frieden. Wie viele gorosnayanische Sprichwörter rechtfertigen eigentlich Krieg? Ah, die meisten. Okay, gehen okay. Wir raus. Müssen wir raus sein? Noch was, Kinder. Die Brückensteuerung war nicht vernetzt. Das Virus des Basiskommandanten hatte keine Wirkung auf sie. Aber die Brücke wurde seit Jahrzehnten nicht angehoben. Was soll das heißen? Schaffen es deine Leute nicht, sie anzuheben? Nein, sie kriegen das hin. Aber die Brücke ist alt und rostig und... Na, lasst euch da drunter einfach nicht zu viel Zeit. Bestätigt. Alles klar. Ihr habt ihn gehört. Wir sollten zur Brücke. Haben wir noch ein paar Gegner? Also, dieser Paddock. Woher kennt Burke ihn eigentlich? Okay, Paddock kennt ihr das Giftzeug? Der war bei der Chor? Wann? Weiß ich nicht. Sie wollten auch nicht wirklich drüber reden. Okay, das ist unser Skiff. Sehr schön. Okay, gehen wir weiter. Okay, jetzt schauen wir mal. Los, wir müssen an der Brücke vorbei und rüber zur Drehscheibe.
hoffe mal, dass die Richtung einigermaßen stimmt. Ah, schaut aber nicht schlecht aus. Küste. Oh, Pfeil, hier weht. So, ein Kilometer noch. Eigentlich da sein. Alter. Okay, kommen wir da rein. Hier schauen wir, hier gibt es nämlich Komponenten. Mal schauen, ob wir irgendwas upgraden können. Wir haben schon wieder 12 Stück. Stim-Ziel verpasst. Einen kontrollierten Gegner Stims. Na, wir warten noch. Irgendwie rum müssen. Ja. Okay, schauen wir mal, ob wir hier durchgehen können. Sieht dies aus? Kari. Wir müssten aber eigentlich richtig sein. Oh, nee, oder? Zugbrücke, wir müssen jetzt hier. Oh, ey. Da ist umsonst gefahren. Schon mal. Ah, da müssen wir hin. Ach du Scheiße. Okay, dann fahren wir noch mal ein paar Kilometer. Oh, ich hab gedacht, wir müssen das Ziel zurück. Ich habe das Ziel gar nicht gesehen. Okay, es geht relativ fix, muss ich sagen, mit dem
den Skim hier. Schon cool aus. Die Brücke, hoffentlich kriegen Paddocks Nomaden sie hoch. Na bitte! Tja, sie ist noch nicht abgestürzt. Das ist gut, oder? Zugdrehscheibe. Dieses Gebiet hier, hä? Ich hab keinen Plan, wo ich hin muss. Ich habe keinen Plan. Okay. Das wird jetzt interessant werden. Damit ich hier ein bisschen an den Schienen halten kann. Da kommen wir ja niemals durch, das weiß ich jetzt schon. Hier die gar nicht. Okay, der Sturm ist vorüber. Und Kate, gut gefahren oder gut geskifft oder wie auch immer man dazu sagt. Gut gekifft oder was? Geskifft. Wir sind nah dran. Das sind Startrampen. Und seht mal, da ist die Rakete. Ist sie auf irgendeiner... Betreten Sie die Drehscheibe? Okay, Baby. Unser Raketenzug zeigt in die falsche Richtung. Genau darum heißt es ja Drehscheibe. Nimm die andere Seite und dann rein da. Okay, und wie drehen wir jetzt das Ding? Als erstes suchen wir den Kontrollraum.
nicht. Wärter, beim Aufzug! Seilen! Jack, schnapp sie dir! Eieiei. Ey. Ja, ich sehe dich. Halte dich. Okay, nur die Overkill. Boah! Super. Scheibe gesichert. Na los, wir müssen diesen Zug drehen. Hey, hey, hey. Ich brauche hier mal etwas Hilfe. Sieht nach dem Kontrollraum aus. So, und jetzt ist die Steuerung. Okay, Drehscheibe ausrichten. Jack, dreh den Zug in Richtung des Hangars.
Wunderbar. Jetzt muss ich nur noch zurück in den Hangar. Der Zug ist uns wohl einen Schritt voraus. Shit. Na los, schnappen wir ihn uns mit dem Skiff. Okay, ich schaffe es zurück. Alle festhalten! Ab geht die Post! Warum haut alles immer ohne uns ab? Paddock, Bert! Die Rakete ist auf einem Zug Richtung Hangar! Moment, was? Das hilft nicht! Die Brücke muss erst abgesenkt werden! Kann das deine Leute machen? Sie sind nicht mehr da! Warum habt ihr den Zug zurückgeschickt, ohne die Brücke abzusenken? Weil wir können nicht! Vergiss es, wir senken sie selbst ab! Okay. Das war jetzt wieder komplett klar. Kate, wir müssen wieder zur Brückensteuerung. Schnell! Was denkst du, was ich mache? Ich sehe gar nichts hier. Das ist beschissen. Könnt ihr doch bitte aufhören? Alter Schwede. Ja, genau.
Kate, ich hab dich. Der Letzte ist tot. Oh. Das war's. Gute Neuigkeiten, Kinder. Ich weiß nicht wie, aber meine Montage erfolgreich. Der Kettenzug sicher in den Hangar reingefahren ist. Freut mich zu hören, Paddock. Das waren meine guten Neuigkeiten. Ihr habt noch einen Job. Besorgt die Zielpeilsender des Hammers. Peilsender? Für den Hammer der Morgenröte? Unser System basiert. Okay, wo ist der Peilsender? Was haben wir? Okay, wir müssen jetzt zum Verlass zum Flughafen, oder? Zielpeilsender, ich wollte darüber nichts sagen, bis klar war, dass du an die Rakete kommst. Okay. Und wo sind diese Sender? Im Südwesten, eine Kosmonautentrainingsanlage. Eins ist klar, ohne diese Peilsender gibt's auch keinen Hammer, der morgen holte. Okay. Okay, sind dran. Probieren wir es doch gleich. Schauen wir, wie wir da hinkommen. Wir schauen erstmal auf der Karte. Das ist da hinten, das heißt. Wir müssen hier rum. Wir könnten aber gleich hier das noch machen. Wie es Paddocks Bohrer geht. Mist. Hier wimmelt's ja nur von Schwarm. Sie sehen uns noch nicht. Ein paar können wir leise ausschalten. Die Gegner in den Docks. Okay. Alter, wer schießt denn da immer? Ja, ich sehe das. Halte durch. Danach ist Paddock uns einen Gefallen schuldig. Er schon wieder. Ja, bin erledigt. Ja, war mir klar. Bin unterwegs. Hoch mit dir, Dias. Overkill habe ich auch nichts mehr drin. Scheiße. Ich bin in einer Sekunde da. Halt mach! Durch. Mein Gott! Okay, wir kommen jetzt hier rauf. Alles klar? Sauber. Ja, hier auch. Paddock, wir haben die alten Docks gesäubert. Dein Bohrer sieht okay aus. Sollte unbeschädigt sein. Vielen Dank dafür.
probiert ihn doch aus. Aber wenn er zu zittern beginnt und raucht, lauft. Okay. Okay, wir probieren es mal. Na gut, Jack, jetzt bist du dran. Tja, Paddock, alles gut. Der Bohrer funktioniert und wir leben. Ja, das höre ich gern. Und noch besser. Ihr habt es fast geschafft, dass wir wieder eine Wasserversorgung haben. Bleibt nur noch der Wasserturm. Seit Stunden habe ich nichts von meinen Pionieren dort gehört. Okay, wir checken das mal. Delta, Ende. Ich glaube, wir sollten zum Skiff zurück. Ja. Okay, Delta. Okay, wir schauen jetzt aber erstmal. Genau, wir könnten als nächstes dann den Wasserturm machen. Und da müssen wir eh hier runter. Also es liegt genau auf dem Weg eigentlich. Genau, das würde ich sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Sind doch schon wieder knapp eine Dreiviertelstunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Und wenn ihr mich ein bisschen supportet, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Gut, Leute, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.